Cheerio, meine lieben Mitüberlebenden, willkommen zurück zu State of Decay 2. So, wir wollen uns jetzt auf die Suche nach einer weiteren Seuchenproben begeben. Mal, was ist denn los? Weil unsere, ja, gut, das ist unser Auto, das sieht nicht mehr so fit aus. Oh yeah, you definitely need help. Let's check the trunk for tools. Okay. Weil die ist leider einer Blutseuche erkrankt. Guti, so. Und wie mache ich das jetzt? Also wie repariere ich das Ding jetzt? Okay, auftanken. Das hört sich gut an. Ah, alles klar. Das ist natürlich geil, dass man das Auto so reparieren kann wieder und auch volltanken. Ja, aber wir sollen das ja jetzt erstmal ins Dings packen, ne? In unser Lager. Stand da. Machen wir das mal. Da. Da. Wo gebe ich das denn ab? Ach, da hinten geben wir das jetzt ab. Alles klar. Okay. Ich muss mich noch ein bisschen rumgewöhnen. Okay, I got the supplies home. I hope nothing heard that. Ein Pony für dich. Alles klar. So, dann fahren wir mal los. Bitte den kannst du Fahrzeug auftanken, um mit Tools zu reparieren. Fähre dich dem Heck eines Fahrzeugs, um Sachen in dessen Inventar zu lagern. Wenn du deine Basis geparkt hast, kannst du die Gegenstand direkt in deinen Schließfach transferieren. Okay, it's working fine. That's a relief. I'd hate to be stuck walking all the time. Driving is faster, safer, and lets me bring back a lot more supplies. Was natürlich geil ist, dass man das Auto jetzt auch reparieren kann und so. I see someone dead. Wow, ist sie doch. Buja. So, komm her, wir fahren jetzt mal wieder weiter. Ich wollte einfach nur gucken, was man mit dem Autos machen kann, aber nein, das sind auch wieder wie in Teil 1. Einfach nur so kaputte Hindernisse. So, ich bin natürlich jemand, ihr kennt mich, ich bin jemand, der erstmal die ganzen Sachen sucht. Warum? Alles easy. Booyakasha! Die machen von automatisch die Türen jetzt auch, das ist ja geil. Also bei den Roten müssen... Ja, da sind Rotverseuchte. Alles gut? Hier waren auch noch ein paar Blutseuche. Na! Manfred, lass das. So, jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Container durchsuchen, dann machen wir das doch mal. Hier haben wir zum Beispiel einen. Gucken wir uns mal ein bisschen oben. So. Ein bisschen Munition ist ja gut. So, hier soll es noch einen Container geben. Da. Oh, Benzin. Also, wir müssen uns auf jeden Fall vor diesen Roten in Acht nehmen. Weil das anscheinend... Welche sind die Blutseuche verursachen? So, was habe ich denn hier? Behälter mit Chemikalien. Fangen wir mal rein. So. Sollen wir eine Seuchenprobe von einem toten Seuchenzombie? Wie mache ich das denn? Ich habe ein kleines Problem. Ich habe die da umgefahren, die drei.
Kann ich jetzt, da kann ich jetzt nichts mehr sammeln, wa? Das heißt, wir müssen jetzt im Grunde hier auch nochmal irgendwo einen solchen Zombie finden. Hm. Ah, guck mal, hier hinten ist auch noch was. Hab ich gar nicht gesehen gehabt. So. Hey, not bad. Packung mit billigen Zigaretten und Nageleisen. Okay. Nee, wie ich mir schon dachte, wir hätten. Wir hätten die zerhauen müssen. Toll. Okay, hat noch ein bisschen Benzin, das ist gut. Aber ist doch heftig, dass die jetzt Benzin haben. Weil wenn du Pech hast. Warte. Good enough. Come on, let's see what's in here. Hier ist Benzin. Oder muss ich jetzt warten, bis die wieder respawnen? Die Zombies. Sind unterwegs. Was ist das denn hier? Ach, ein Außenposten. Ja, was mache ich jetzt nicht? Okay, scheint aber auch nichts drin. Doch, durchsucht einen von zwei Containern. Das heißt, hier muss noch irgendwo was sein. Jeez, loud much? Hihi. Sorry. Nach oben. Dann gehen wir mal oben gucken. Ah, guck mal, hier hätte sich jemand niedergelassen. Aber auch hier ist nichts zum Durchsuchen. Also irgendwo muss hier noch was sein, aber ich finde es gerade nicht. Kann ich. Ja, kann ich gut. Jarvis, alles gut? Da ist sie, okay. Also ein Container fehlt uns noch. Also eine Sache, die wir durchsuchen können. Kann es sein, dass ich irgendwie blind bin und das Blinken nicht sehe? Ich laufe jetzt einfach mal hier dran vorbei, so, guck mal, so, da! Na, das leuchtet sogar auf. Blinkt so ganz schwach. So. Ein Back, oh, Benzinressourcen und ein Energy Drink. So. Die da oben jetzt gerespawnt sind. Ja, den Rest behalte ich mal. Oder muss ich da jetzt einfach draufhauen? Nö. Oh, guck mal. Ah, da vorne ist noch eine solche Probe. Ersatzteile, das ist gut. Hier ist eine. Solche Zombies mit roten Augen sind Träger der Blutseuche. Solche Zombies versammeln sich in äußerst gefährlichen Gebieten rund um solchen Herzen. Rote solche Zombies können fleischige Proben hinterlassen, die als Zutaten für das Heilmittel. Hey, I found one of those plague samples. Gross. Gut, die sind unterwegs.
Ortskanzler im Anspruch, das machen wir vielleicht später. Zu diesem Selbstgeklärt Ghetto Blaster abgelegt. Was? Kehre mit der solchen Probe zurück nach Hause. I'm back and I have the sample. How's she doing? Actually, I feel like I'm getting better. Well, you're not, so stay in bed. And you, go drop that sample in the supply locker. We now have enough plague samples to make the cure she needs. We should get on that as soon as possible. Stelle das Heilmittel auf deiner Krankenstation her. Okay. Machen wir das doch mal. Jess, und du wirst gesund, sonst gibt's Schläge. Da. Okay, I have the cure in hand. Don't worry, you'll be feeling better in no time. Is that cure ready yet? I'm not sure how much longer I can last. Ich fühle mich dreckig. Ich habe gehört mitzuzählen, wie oft ich gekotzt habe. Ich habe das Mittel hier. Du brauchst nur noch Augenblick Geduld. Hang in there. So. I've got medicine. I hope this medicine works fast. Erhol dich gut. I'm finally ready to get back on my... You see what just happened? We refused to give up. We actually won. I know this world sucks, but every win counts. Pretty soon they might add up to something real. Booyah! I want a world where nobody has to endure what we just went through. And that starts by making this town safe for us and anyone else living here. I saw Screamer as we came into town. They always have a lot of zombies around. Seems like a good place to start. Ich würde sagen, dass wir erstmal ein paar Supplies sammeln. Ah, okay, und hier können wir jetzt immer so gucken, was ist eine Mission. Können wir sich um Tunnelreise zur Sprite Station, wo Carla den Crasher gesehen hat. Okay. Wir sollen mal mit Jess reden. Wo ist der Jess denn? Da ist sie. We should think about improving our home rather than looking for a fight. Um Materialien zu suchen. Und das ist eine gute Idee. Materialien suchen ist immer eine gute Anfang. Wir haben Jarvis bei uns. Das bedeutet, wir sind jetzt nicht ganz alleine. Wo ist die denn? Da, okay. Ich werde aber unterwegs auch noch ein bisschen nach anderen Sachen gucken. Nicht nur nach dem... Ah, da ist schon wieder ein... Looks like a whole lot of zombies have moved in. This feels risky. Tell me again why we're doing this? That infestation will get worse if we leave it alone. Ah, alles klar. So, wir nehmen natürlich die Seuchenprobe noch mit. So. Wir könnten das Ding zu einem Außenposten machen. Problem ist nur, da ist schon wieder was drin, ne? Hey, Kumpel. Huch. Alter, Cortana, hör auf. Vermisse ich die Stille. Ja, ich auch. Infektionsherde sind gefährlich und können sich ausweiten, wenn du dich nicht um sie kümmerst. Wir werden durch Crasher erzeugt, die andere Zombies anlocken. Um Infektionen zu säubern, musst du den Crasher töten und das Gebiet von Zombies säubern. Zombies are gone. And just like that, our town gets a little safer for everyone.
Naja, wir können ja jetzt, wenn wir Lust haben, hier einen Außenposten. Ist nur die Frage, haben wir das Richtige? Ich habe ja nicht genug Einfluss. Das ist dunkel. Hilfe. So, habe ich den Kofferraum? Nee, habe ich noch nicht durchsucht. Okay. Hallo? Nichts. Ich will... Aha. Ah ja. So, wir haben ein paar. Ein bisschen. Ersatzteile. If I try to help everyone, I'll let everyone down. If I help our community, we can survive this. Ah, da hinten kommt wieder ein Blutseuchen-Zombie. Sorry. Haben wir hier irgendwo ein Seuchenherz? Die sagen immer, dass die sich um so ein Seuchenherz irgendwie versammeln. Hat der da hinten rot... Das ist immer so eine Frage, hat der da hinten rote Augen oder nicht? Oder hat sie nicht? Das war normale Orange. Das war normale orange Augen. Na Leute, alles klar. Na komm, gucken wir uns mal um. Zombie all clear. We're good. Gut, durchsuchen wir das mal. Ein bisschen. Es schadet nie, mehr Supplies zu bekommen, als man hat. Hier sind 4 Container drin, das ist gut. Check this out. Gut. I guess that's worth something. So. Schön durchsuchen hier. I wish I had room for it. Verdammt. Problem ist, dass er einfach hier. Check out how long we've survived the zombies and a complete lack of television. Sorry, Jarvis. Okay, erstmal den Pack da rein natürlich. Dann packe ich noch so ein paar Sachen hier rein. So. Ich würde mich ungern was hier liegen lassen. Na, ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich auch demnächst, dass es dann auch wieder diese Wanderzombies gibt. Toolkit. Popcorn smell. There was nothing like it. Even when I was dead broke, I'd scrape together enough to see a matinee at the art house every week. Ich würde auch gerne mal ins Kino wieder gehen. Also, wäre mal wieder eine Idee. Problem ist nur, dass du es derzeit vergessen kannst. Wir haben zwar keine Zombie-Seuche, aber wir haben ja derzeit die Zeit. Oh, hier ist auch ein Außenposten. Okay. Weil wir haben ja derzeit Corona. Und da sind auch Kinos natürlich geschlossen. Ist ja logisch, ne? Das ist natürlich die Frage, wie wird die Welt danach sein? Das ist auch noch so eine Sache. Also wir haben, wie gesagt, wir haben ja gerade seine kleine... Zack, mit Weizen. Sehr schön. Wir haben zwar jetzt keine Zombie-Seuche oder so, dennoch steht die Welt still. Keiner geht mehr zur Arbeit, die Leute sollen zu Hause bleiben. Es erkranken immer mehr. Was hatte ich noch gefunden? Nö, das war's eigentlich. Okay. Den anderen Laden hier vorne behalte ich mir mal vor, so da werden wir später mal reingehen. Ich werde jetzt erstmal kurz hier die Mission mit dem Baumaterial hier machen. I suppose this is a reasonable spot to look for materials. Is this really our top priority right now? Building a secure home is always a priority.
Mann, Kollege. Boah, Alter. So. Meine Güte, ey. So. Zwei Container. Hinein und säubern. Hier gibt es aber einiges an Achievements, ne? So. Naja, und hier hoffen wir, dass wir einfach mal... Shit. Ja, dann muss ich das hier leider wieder fallen lassen. Hole ich gleich wieder ab, vielleicht. Weil. So. Das ist nicht stackbar. Nein! Ach, so ein Scheiß. So, gib mir einen schicken Packsack. Oh hey, we need this. Perfect. Now I just have to bring these materials home. Yep. Since you're on point, how about I carry that rucksack for you? Deine Gemeinschaft verfügt über 5 Ressourcen, die du als Packsäcke einsammeln kannst. Suche nach Packsäcken und riefe sie in deiner Basis ab, um Vorräte aufzuhäufen. Ressourcen schwinden mit der Zeit und können Gärten und Außenposten hergestellt werden. Hört sich ja gut an, ne? Na, Kumpel? So. Nee, falsche Richtung. Ja, sorry. Wie sie hier noch liegen, die Vorverseuchten, ey. Die Blutseuchen, Zombies. So. Wir werden uns natürlich weiter umsehen, auch nach neuen Materialien, weil ich habe erstmal gerne einen kleinen Supply und baue erstmal, hey, bevor ich die Story dick und fett weitermache. So war geil, gut. Eigentlich. So, zack, zack, zack. Zack. Ich packe jetzt auch mal die da rein. Ich habe ja genug. Kein Platz für mehr Lebensmittel. So, ich tank mal das Ding hier auf. Also den Wagen. Dann kann ich nämlich den Kanister auf wegpacken. Obwohl, die müssten wir alle dabei behalten. Einfach damit wir den auch wieder auffüllen können. So. Wie, Benzinchen ist da benötigt? Der verbraucht sich? Alles klar. Aha. Ammunition is getting lower. We can use those materials to start building whenever we're ready. Okay. If we built a workshop, we could keep our weapons in good repair. Okay. Öffne mit B. Okay. Genau, Kommando, Lager, Parkfläche. Okay, hier können wir eine Werkstatt bauen. Überdachte Betten sind auch ganz gut, ne? Küche, ach, wir haben das, wir haben nicht genug dafür. Ja, Lebensmittel herstellen. Ja. Anliegen wie die Werkstatt schalten neue Möglichkeiten für deine Gemeinschaft frei. Mit ihnen kannst du Gegenstände herstellen, Ressourcen produzieren und andere wichtige Funktionen ausführen. Im Maßnahmen kannst du laufende Kosten deiner Anlagen ansehen. Okay. If we're gonna have a nice friendly town, we need everybody to respect us. Claiming that nearby military site as an outpost would be a nice show of strength. Plus it gives us a steady supply of ammo. I'd call that a win-win situation.
Okay. Aber meine lieben Freunde, das machen wir erstmal nächsten Mal. Ihr schon mal einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren. Und dann beim nächsten Mal nehmen wir dann den militärischen Außenposten ein. Also, bis dahin. Ciao, ciao.